Hallo liebe Leute, willkommen zu einem wunderschönen Abend gemeinsam mit uns zwei tüftelnden Knoblern, um die letzten Rätsel und Geheimnisse von Professor Letten und die Schatulle der Pandora zu entlocken. Ja, ich hoffe, ihr seid mit dabei, eifert fleißig mit und ja, seht zu, wenn wir doch vielleicht bei dem einen oder anderen Rätsel fehlen werden. Ja. Mach mal den Endspurt, hätte ich gesagt, ne? Dass wir das Spielchen abschließen. Jo. So. Rätselindex. Moment. Wisst ihr was? Ich bin jetzt so frei. Und ich probiere noch einmal ein Achievement. Löse Puzzle 15, Toms wahre Identität, eben wo Tom der Hund war, in 20 Zügen. Ja? Das könnte man theoretisch ja auch schaffen, ne? Theoretisch. Weil das andere habe ich ja auch geschafft, nur der akzeptiert mir das Achievement nicht irgendwie. Jo, hi Nathalie. Hallo, guten Abend. So, das hier in 20 Zügen. Kann ich das okay, ich kann die ja einzeln bewegen, so war das. Dann machen wir das einmal so. Machen wir das einmal auf hier. Gehen wir die auch daher. Und das bringt mich nicht weiter, ne? Ja, so gar nicht. Wie haben wir denn das damals geschafft? Weißt du das noch? Ich habe keine Ahnung mehr. Jetzt können wir auch nichts mehr machen. Ich glaube, hatten wir nicht jedes in einer Ecke irgendwie? Kann das sein? Aber jetzt hänge ich ja da wieder fest. Hä? Wie haben wir das geschafft damals? Es ist zu lang her schon. Es ist eindeutig. Warte mal. Die vielleicht so mitnehmen? Eventuell? So. Das in 20 Zügen schaffen. Ich glaube, das haben wir schon vergeigt. Na, würde ich jetzt noch nicht sagen. Die Frage, wo das liegen muss. Muss das wirklich so liegen? Okay, Nathalie, hast du noch eine Idee, wie das funktioniert, eventuell? Maybe? Ich kann ja mal alle... Du musst die kleinen, sonst kann man die nicht bewegen. Was? Doch hier? So? Immer so mitziehen, oder was? Also ganz kann das ja nicht stimmen. So. Dann müssten wir warten, dann schieben wir das einmal rüber.
Okay, ich bin zu deppert für das Rätsel anscheinend. Beginne schon mal gut. Wie haben wir das damals geschafft? Wir könnten ja wir könnten Zügen. Bitte? Ich glaube, mit sehr, sehr vielen Zügen. Ja, das ist mal wurscht. Ich hätte nur gerne mal den Ansatz, wie ich das geschafft habe. Muss ich mal zwei weggeben, oder? Soll ich mal alle drei weg? Oh, warte mal. Warte mal, ich kann ja das so machen. Ja, nein, das geht auch nicht, weil wenn ich das nämlich. Wenn ich das so machen würde. Oder? Was? Warte, warte. Warte. Aber ich glaube, es ist nicht mittig. Oder ist das scheißegal? Muss das mittig liegen? Wir werden es sehen. Also hast du noch irgendwo einen Zug, feierst du noch? Also setz einfach das in. Hallo, es müsste ja absolviert sein. Okay. Das heißt, es muss mittig liegen bleiben. Okay, warte mal. Machen wir das noch einmal. War schon mal ein guter Ansatz. Bin ich dann so gegangen? Ja. Okay. Nee. Ich bin zu doof für das Rätsel. Anscheinend. Na, im Speedrun könnte ich das auch nicht. Hä, was hat das mit Speedrun zu tun, Junge? Ich meine halt in 20 Zügen, meine ich halt. Könnte das auch nicht. Es geht mir jetzt nicht um die 20 Züge, es geht mir darum, wie schaffe ich das. Um das geht's mir. So, dann gehen wir das einmal rauf. Bringt aber nichts, weil ich müsste das hinunter. Na wurscht, geh mal mit. Du gehst auch mal mit. Aber die zwei sind vertauscht. Das. Ich muss den. Na, die Reihenfolge bleibt ja gleich, oder? Ja, die Reihenfolge bleibt ja so. Warte mal kurz. Mal das hier mitnehmen. Aha. Das Problem ist, ich lieg. Jetzt hätte ich die 20 Züge, aber ich müsste das noch einmal rüberschieben. Jetzt wäre ich dann zu weit weg. So, vielleicht das einmal nur weg. Wenn ich den wegnehmen würde. Bringt mir das auch nicht viel. Okay, warte mal. Wir machen mal die Ränder auf. So. Schieben jetzt das nach. Das nach.
Ah, da bin ich schon wieder nicht drinnen. Und das kostet mir den Zug jetzt. Das kostet mir leider den Zug. Ja. Ja, warum probiere ich so einen Scheiß wieder? Ich glaube, ich höre gleich auf. Kannst du Hinweismünzen versuchen? Ja, das mache ich als nächstes. Ja, pfeif drauf. Eine quadratische Form vielleicht. Diese L-Blöcke sind ganz schön sperrig, oder? Wenn man ihnen nur eine etwas praktischere Form geben könnte. Fülle die Lücke jedes L-Blocks mit einem der kleinen Pfotenblöcke aus und bewege diese Blockpaare, als wären sie ein und dasselbe Stück. Ja, das haben wir eh gemacht, oder? Folge Hinweis 2, da musst du deine Blöcke nur noch so anordnen, dass sie das richtige Bild ergeben. Schaffst du dieses Rätsel in 20 Zügen? Okay. Also das gleiche, was wir eigentlich schon gemacht haben, hat also keinem nicht wirklich geholfen. Nein. Eben nicht. Das ist jetzt zum Kotzen. Warte, wir können es einmal so machen. Schieben wir das einmal da runter. Dann kann ich das einmal. Jetzt haben wir beim C. Aha, warte. Jetzt habe ich aber seitenverkehrt, ne? Okay, warte. Machen wir das einmal auf. Das auf. Das auf. Warte, den rechten. Wenn ich das jetzt raufschieben würde, ist aber die Reihenfolge. Da wäre die Reihenfolge falsch, warte. Ich muss den nehmen zum Schieben. Oder wir nehmen den. Alter, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Doof wie Stroh. So, wurscht. Machen wir mal doch das. So. Dann schieben wir das runter. Dann schieben wir das theoretisch daher. Dann könnte man theoretisch. Ja, ist glaube ich schon wieder der Hund drinnen. Gut, Leute, wenn es an dem schwer, also an den leichten Rätsel schon scheitert. Da bezweifle ich, dass wir heute irgendwie irgendwas groß reißen werden. Obwohl, es scheitert ja eigentlich nicht daran, dass ich es lösen kann. Ich kann es ja jetzt schon lösen, jetzt mittlerweile schon. Aber ich möchte gern die 20 Züge haben. Ja, das ist das Schwierige daran. Was wahrscheinlich dann eh nichts bringt, weil das Achievement dann eh nicht genommen wird. Das sehe ich auch schon. Ja, das ahne ich auch irgendwie. Wie gehe ich das an? Wie gehe ich das an? Wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen zu doof anscheinend. Aber wir müssen ja das alles schieben. Hier am Rand, sicher. Das ist glaube ich sicher schon der gute Einstand. Und ich müsste eigentlich auch mit dem Rechten arbeiten, was ich ja dann schon hatte. Weil ich muss ja irgendeines, ja, egal welches, ich muss ja das jetzt zum Beispiel an eine andere Stelle kriegen, ja? Weil die Reihenfolge ist ja nicht dieselbe. Das ist ja das. Wenn ich das rechte jetzt dann theoretisch raufschieben würde, könnte ich das dann rüberziehen. Aber dann wäre es wieder, jawohl, dann wäre es unten drunter, oder? Unten drunter, dann könnte ich theoretisch das hier herschieben. Aber das wird man nichts bringen. Ich muss das zweimal vertauschen.
Das heißt, wenn ich das hierher schiebe, dann könnte ich das hier nachschieben. Ja, aber dann ist das wieder unten. Oh, hey, davor da. Ja, das ist gerade. Ja, anders sehe ich es jetzt eh nicht. Probieren wir es einmal so. So. Wenn ich das jetzt theoretisch raufschieben würde. Das ein. Nein, das kann nicht passen. Hm. Nee, das wird zu viele Runden kosten. Hm. Eben die Runden und das geht's. Und das geht's ja. Vor allen Dingen, weil ja oben links und oben rechts vertauscht sind, was oben. Das muss auch noch getauscht werden. Eben, ja. Eine Katastrophe. Ja, mit dir auf alle Fälle. Nein, Scherz. So, jetzt gehen wir auf die Seite kurz. Jetzt schauen wir, ob es da einen lustigen Hansel gibt, der das irgendwie hergezeigt hat. Weil das würde mich jetzt interessieren. Ich gebe es auch von meiner Seite. Aber gibt's eh nicht. Okay. Na schade. Ich guck mal, wo, da finde ich ja was. Nein, da findest nichts auf die Schnelle. Kannst vergessen. Da brauchst du gar nicht schauen, glaube ich. Wir können den Ding reporten, ne? Wir können reporten, dass das nicht machbar ist. Nein, Scherz. Okay, na pfeif drauf, dann. Soll es anscheinend nicht sein. Wie gesagt, der Weg wäre ja eigentlich, dass ich das eben zweimal irgendwie austausche. Und es geht ja nur, wenn ich Platz mache mit den dreien hier. Dann könnte ich theoretisch, wie gesagt, das hier runterschieben. Wenn ich das raufschiebe, ist es nicht produktiv. Das heißt, ich müsste eigentlich das Ganze mal hierher schieben. Probieren wir es einmal so. Dann kriege ich aber das nicht, das Teil nicht drauf. Und das geht es mir. Was ist, wenn ich den Stein da unten liegen lasse? Hindert er mich dran wahrscheinlich, ne? Ich habe eine Lösung. Ernsthaft? Ja, aber in 20 Zügen. So eine Lösung brauche ich. So, hast du jetzt eine oder nicht? Warte. Ja, wir warten schon zu lang. Ich werde mich offscreen damit kümmern anscheinend. Na, war wohl doch keine Lösung. Danke, ich hab's gewusst. Das war ein Video, ich dachte, das wäre ein Video, aber das wenn ich draufklicke, das ist komisch, dass ich es irgendwie gewusst habe, dass du keine Lösung findest auf die Schnelle. Ist jetzt nichts gegen dich, aber ja. Kann man schon vorstellen, dass es nichts gibt. Ich dachte halt, das war's. Ich bin ja auf Professor Layton Wiki. Mhm. Und so, was ist, wenn man jetzt das raufschiebt? Dann bleibt mir nur noch das rüber. Hm. Wie gesagt, schaffen Daddy's ja, aber nicht. Hi Biggie. Ein Glücksbringer heute?
Bianca. Brauchen wir einen Glücksbringer heute? Ja, wir brauchen einen Glücksbringer. Verzweiflung macht sich breit bei diesen Rätseln. Ja. Was ist, wenn ich das hier... Was ist, wenn ich das ganz anders angehe? Ja, Puzzle verschieben, aber wie gesagt, das ist nur optionaler Stuff. Wir müssen das eigentlich gar nicht machen. Und ich gebe es eh gleich auf, weil... Nee, kein Bock mehr. Nee. Hier gibt es keine richtige, zumindest nicht da, wo ich gerade suche. Ja. Einmal im Kreis die unteren Teile nach oben und umgekehrt. Ja, aber nicht in, ich brauche das in 20 Zügen. Wie das Rätsels Lösung geht, ist klar. Nur, ich brauche das in 20 Zügen. Das ist mein Problem. Einmal im Kreis die unteren Teile nach oben. So. Was? Das wären 16 Züge? Was? Was? Was heißt, das wären 16 Züge? Hä? Wie 16 Züge? Wo? Was ist, wenn ich das eigentlich jetzt so mache? Du musst nur viermal schieben pro Bild vier Züge? Was? Hä? Also ich schätze mal 20 ist das Mindeste, was wir brauchen. Wie kommst du auf 16? Da bin ich jetzt neugierig. Ja, es ist schwer zu erklären, ich weiß. Das geht gerade nicht. Mein Co-Moderator ist auch schon eingepennt, hallo? Ja, ich suche gerade nach einer Lösung. Nein, such keine Lösung, bitte lass es. Okay, dann geht es nicht. Du findest eh keine, ist eh wurscht. Lass es, bitte. So, was ist, wenn ich das jetzt wieder zerlege? Ja, und seitenverkehrt. Nee, also ich glaube nicht, dass das mit 16 Züge geht, weil wenn sie schon schreiben, schaffst du es mit 20 Züge, dann geht nicht weniger als 20. Die Schnauze muss unten links sein und die Mütze darüber. Ja, das weiß ich. Du meinst die zwei Rechten, ja. Ja, ich verstehe schon, das einmal im Kreis. Aber wie gesagt, das sind, da komme ich ja nicht. Warte, da habe ich 17. Jetzt gehen, warte, oder? Nein. Um einen Zug geht es, glaube ich, nicht aus. Ja, ich muss die Steine extra bewegen, natürlich. Ja, die gehen leider nicht mit. Ja, das wäre also, wär zu einfach. Also 21 Züge hätte ich geschafft. Und das Problem ist aber, warte, wir machen das einmal seitenverkehrt.
Das Problem ist nämlich, der eine Zug ist genau dieser hier, der mich stört. Warte, ich kann es einmal herzeigen nochmal. Das wäre der eine Zug. Und zwar, wenn ich den hierher und den Stein dann extra runterschieben muss. Wenn ich den nämlich gleich hierher schieben würde, komme ich aber dann nicht mehr weiter, ne? Ja, das nervt echt. Ich verstehe dich. Ich glaube, wir lassen sie gleich sausen. Damit wir ein bisschen Content heute kriegen, ne? Wie gesagt, letzter Laten-Part. Pfeift drauf. Ich schau mal das Offscreen an, ich mach das alleine. Das nervt mich. Ich hatte auch eben noch einen Let's Player gefunden, der es gemacht hat, aber der hat 32 gebraucht. Also. Wie gesagt, das geht mir nicht. Ich schaffe es eh auch jetzt schon. Ich brauche die 20 Züge. Aber egal. Ja, aus der Teemeisterin. Ja. Egal. Vergiss es. Das Epigramm. Schauen wir mal. Ich bin jetzt richtig motiviert auf den Rest. Nicht. So. Was haben wir denn Schönes? Folgende Worte sind auf den Grabstein eines berühmten Mathematikers zu lesen. Okay, das ist deine Aufgabe. Ein Sechstel meines Lebens verbrachte ich als Knabe. Dann ein Zwölftel meines Lebens als junger Bursche. Danach ein Siebtel meines Lebens später heiratete ich. 5 Jahre nach meiner Hochzeit wurde ich mit einem Sohn beschenkt. Aber leider lebt er nur die Hälfte meiner Lebensjahre. Heute, 4 Jahre nach seinem Tod, sage auch ich dieser Welt Adieu. Wie viele Jahre lebte der Mathematiker? Scheiße. Was heißt Scheiße? Das ist nicht der Antwort, die ich hören will, hallo? Ich hätte jetzt gern die richtige Antwort, nicht? Einfach Scheiße, ja? Ein Sechstel. Ein Zwölftel. Muss man da den gemeinsamen Nenner finden, vielleicht? Ja, das kann ich da nicht. Ich notiere mir das mal kurz. Naja, was ist denn das Höchste, was wir brauchen? Ein Zwölftel. Das heißt, 12 wird es nicht sein, 24 auch nicht. Das nächste wäre dann 48, ne? Geht 48 mit allen? Also mit 6 geht's, ne? Mit 12 geht's natürlich. 5 Jahre nach meiner Hochzeit wurde. Ja, oh Gott, Mathe, sage ich auch, ja. Oh Gott, ja, Mathe. Ja, mal die Siebten, ein Siebtel nicht auf. Ein Siebtel geht nicht auf, okay. Ja, dann muss es noch mehr sein. Dann sind wir schon bei. Muss mein Taschenrechner. Ich brauche einen Taschenrechner. Sorry für den kurzen Stillstand. Braucht man einen Rechner hier. So. Dann haben wir hier. Ja, dann muss es eigentlich, wenn ich jetzt logischerweise, also wenn ich jetzt die Pipi-Rechnung mache, ja. Also ich spekuliere jetzt nochmal, ja. Ich nehme die zwei höchsten Werte. Das wäre 12 und 7. Und wenn ich jetzt theoretisch. Ich muss auf meine Maus aufpassen. Wenn ich jetzt theoretisch 12 mal 7 rechnen würde, wäre 84. Bei 84 würden sich ja die 6 ausgehen, die 2 erst recht. Und die 5. Ja, aber muss man da die 5 überhaupt berücksichtigen? Ah, 84. Na eben. Dann stimmt das wirklich, oder was? Ich hätte nicht jetzt auch 84 gesagt nach der Rechnung. Indem ich die zwei höchsten mal rechne. Oder ist das jetzt zufällig? Zufällig, dass dann auch 84 rauskommt? Ist das Einzige, was gehen würde, wegen die zwei größten Nenner, ne? Besteppert ist dieser Vierer. Geiler Vierer. Geiler Vierer. Hallo? Weiter.
Dankeschön. Machen wir mal 84. Hm, ob das stimmt? Ja, stimmt wirklich. Geil. Richtig geil. So, jetzt hätte ich gerne die richtige professorische. Er mag die 88, so Ikonen-Fans. Okay. Wundervoll, der Mathematiker lebte 84 Jahre. Oben siehst du eine lineare Gleichung, die Lösung sehr schön belegt. Okay. Findige Mathefüchse errechnen das Ergebnis natürlich rasch, indem sie einfach mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der Lebensanteile rechnen. Ja, okay. Passt. Haben wir gemacht. Nice. Fantastisch. So, und jetzt kommt das hier. Das sieht auch ein bisschen kompliziert aus. A mal AA mal AA ist BBCC. Ist ganz einfach, sagst du. Nimm die Rechenaufgabe 11 mal 11 ist 121 und ersetze alle 1er durch A und alle 2er durch B. So erhältst du AA mal AA ist ABA. Nach demselben Schema kannst du auch die Gleichung AA mal AA ist gleich BBCC erstellen. Hinter dem Buchstaben verbergen sich vielleicht dieselben Zahlen, vielleicht aber auch nicht. Kannst du herausfinden, für welche Zahlen A, B und C in dieser Gleichung stehen? Diese Zahlen kann unten nicht ganz sein. Dann würde ja 11 mal 11 eine andere Zahl ergeben. Du sollst ja nicht 11 mal 11 nehmen, Junge. Naja. Ist mir klar. So, ich habe meinen Rechner noch offen. Probieren wir mal. Eigentlich hat man das Ergebnis ja gleich erledigt. Man muss halt nur die Zahlen mal durchgehen, nur dann haben wir es theoretisch gleich. Es wäre A ist 8, B ist 7 und C ist 4. Weil 88 mal 88 ergibt 7744. Das wäre die logische Erklärung. Danke, lieber Rechner, ich hätte mal gesagt, also A ist 8, B ist 7, C ist 4, okay. A ist 8, B ist 7, und C ist 4. Der Rechner hat gespoilert, ja. Entschuldigung, man kann ja dass ich 11 mal 11 nicht rechnen muss, wie im Beispiel, ist klar. Aber ich kann, und 22 mal 22 auch nicht. Das muss was Hohes sein, wegen vierstelliger Zahl eben ja. Auch, ja. Deswegen, schneller ist man noch, wenn man hinten beginnt. Mit 9 mal 9, 8 mal 8, 99 mal 99, 88 mal 88, 77, so. Ja. Passt. Das war eine recht einfache Aufgabe. Das war einfach. Die Rechnung geht wunderbar auf, wenn man A durch 8 ersetzt, B durch 7 und C durch 4. Zunächst sieht dieses Rätsel extrem komplizierte Rechenarbeit aus. Aber wenn man sich erst einmal bewusst ist, wie wenige Möglichkeiten man für A hat, eben, wird die Sache gleich viel einfacher. Scheiße, die Kunden für die 88 mag das Spiel. Und Achievement freigeschaltet. Puzzle of the Team Master. Was verstehst du nicht, Biggie? Sollen wir was erklären, oder was? Nee. Aber eher, die ist sehr verwirrt über ihre Schwester. Ja, ich aber auch, oder? Oder verstehe ich was nicht? Ach, alles gut, okay. Oder sollte man das jetzt nicht erwähnen am besten? So. Das ist, glaube ich, ein Thema, was man. Ja, das sollte man vielleicht. Ja, sollte man eventuell jetzt nicht erwähnen. Besonders weil du ja manchmal so Witze machst hier, ne? Aha. Ja, und das ist genau ja, mein. Das ja, ich hab's mir schon gedacht nebenbei. Nein, du erwähnst es jetzt sicher nicht. Ich finde das nicht witzig, aber egal. So. Ich weiß, das ich hab's dir nicht gesagt, das ist nur sie. Ja, trotzdem, ihr seid beide pervers veranlagt, ja. Also nicht pervers. Ja, so. Des Hexers Wunsch. Gottes Willen. Ein Hexenmeister befiehlt einem Reisenden. In dieser Höhle, dort liegen 500 Perlen. Bring mir davon eine Menge, die durch jede Zahl von 1 bis 7 teilbar ist, wenn man zuvor eine Perle wegnimmt. Vollbringst du dies, so sollen alle Perlen dein sein. Der Reisende holt die Perlen, doch leider unterläuft ihm ein Fehler. Zieht man nämlich eine Perle von der Menge ab, die er brachte, so ist sie nicht durch 4 teilbar. Wie viele Perlen hat er mitgebracht? WTF? Ja, das denke ich mir auch gerade.
Also die optionalen Rätsel, die haben sie in sich, ne? Ja. Wieder Mathe. Bin begeistert. Aber Nicht. wir können ja Hinweismünzen nehmen, oder? Machen wir das mal? Ja. Loh. Wollen wir der Sache etwas vereinfachen? Der Hexenmeister verlangt nach einer Anzahl Perlen, die nach Abzug einer Perle durch eine ganze Zahl teilbar ist. Man müsste also eine Zahl finden, die durch jede ganze Zahl von 1 bis 7 teilbar ist und dann noch 1 hinzuzählen. Das wäre dann Natalie Stipp mit der 1 wahrscheinlich, ne? Theoretisch? Ich bin der Einzige, nein, da hat kein Tipp geschrieben in dieser Richtung. Achso, okay. Wir müssen eine Zahl finden, die durch 1, 2, 3, Naja, aber 4 ist das nicht wieder so teilbar ein ist. Nennerspielchen, was wir gerade gehabt haben? Wo ist mein Rechner wieder? Wo ist denn mein Rechner wieder? Das heißt, wir brauchen. Eine Zahl. Unter Das. 500. Ja, unter 500 und zwischen 1 und 7 teilbar ist. Das heißt, wir holen uns jetzt den gemeinsamen Nenner, wo wir dann quasi durch 7, durch 6, durch 5, durch 3, durch 2 teilen könnten. Verstehe ich das jetzt falsch? Weiß es nicht, ich glaube schon nicht. Was er versteht, das müsste so sein. Ist das heute nur Mathe? Ja, anscheinend, ja. Anscheinend. So, mein Rechner. Jetzt habe ich wieder pausiert kurz. Was, die kannst du weglassen? Was kann ich weglassen? Ah ja, du kannst die 2 und 3 ausschließen, weil. Genau, weil es auch durch 6 teilbar ist, weil es eine Gerade ist, ne? Das passt, genau. Das auch. Also brauche ich eigentlich nur die 7, die 5 und die 1 ist auch selbsterklärend. Also die 7, die 5 und die 6 brauche ich. 7, 6, 5. Okay. Das heißt, wenn man. Na, wie komme ich auf das jetzt? Dann probieren wir mal die 7 natürlich, ja. Was mit nur 9 am Ende vielleicht? Oder was mit 6 am Ende? Muss man ja die 7 Reihe durchgehen. 9 geht nicht durch 6. Außerdem 9 ist ja gar nicht verlangt. 1 bis 7 teilbar, oder? Oder? 1 bis 7 Teilen. Ja, Eben. jetzt muss eine gerade Zahl sein, du kannst, ja. Genau. Und wir müssen aber vorher eine Perle wegnehmen. Das heißt, wenn wir theoretisch. Warte mal. Theoretisch, wir haben jetzt 80. Na, Blödsinn, das ist ein falsches Beispiel. Ja, theoretisch, wir hätten 71 Perlen. Da müssen wir mal theoretisch eine wegnehmen, steht ja, ne? Zieht man nicht eine Perle von der Menge ab, die er brachte, so ist sie nicht, ach so, so ist sie nicht durch 4 teilbar. Ah, okay. Alter, was ist denn das für ein Rätsel? Okay, zweiter Hinweis. Das ist ja. Nun überlegen wir mal, wie viele Perlen der Reisende dem Hexerich wirklich bringt. Dazu müssen wir eine Zahl finden, die durch 2, 3, 5, 6 und 7 teilbar ist, nicht aber durch 4. Das war mir schon klar. Und dann nur noch 1 hinzuzählen, ja? Ja, damit er. Um eine gerade Zahl zu haben, müssen wir schon mal hinten eine Mitte durch 7 teilbar ist, muss es hinten eine 4, eine 8, eine 2 oder eine 6 sein. Ansonsten ist es. Ja, oder eine Null. Ja, oder eine 0, ja, Na das geht eben, auch. eine Null geht, der ja auch gehen. Ja, wenn man die 70 nimmt, ja. Eben. Dann ist es 0, 2, 4, 6, 8. Alter, jetzt kann man alle Zahlen durchgehen. Gibt es da keinen schnelleren Weg irgendwie? Ich weiß nicht. Puh. Also Laten Game, du warst mir sympathischer, als noch die Rätsel machbarer waren. Nein, passt schon. Kein Problem. Es gibt schwere Rätsel. Man kann nicht alles wissen. Ja, theoretisch. Naja, es ist sicher eine hohe Zahl. Also 70 fällt schon mal aus. Das Doppelte mindestens, hätte ich mal gesagt. Und das Dreifache.
das Dreifache dann zu viel? Das Vierfache? Soll ich mal deinen Freund fragen? Also meinen Freund fragen? Ja, man geht die 7er-Reihe durch. Eben, ich bin gerade bei, also 10 mal 7 ist 70, ne? Aber das geht ja nicht. Und bei 20 wäre es die 140, aber da geht ja die 140, das ist das Problem. Da würde, glaube ich, alles, geht da alles? Nein, da geht ja die 3 nicht, stimmt. Im 100er Bereich liegen ja die Achse. Und wenn wir die dreifache Menge nehmen, das wäre 210 wäre das, glaube ich, ne? Alter, was ist mit meinem Rechner jetzt? Vielleicht muss man eine Perle von 500 wegnehmen. Na, 499 kann man nicht dann teilen. Ja, 210, wirklich? Okay, warte mal kurz. Ich bin gerade am überlegen. 210 wäre es. Die kann man ja auch durch 7 teilen, genau. Und durch 6 glaube ich ja auch, ne? Ja. Durch 5 erst recht. Durch 3. Ja, wenn man es durch 6 kann man es durch 3 und 2 auch teilen, das wissen wir. Und durch 4 ist sie aber jetzt nicht teilbar, glaube ich, oder? Nein, ja, genau. Passt, dann ist die Antwort. Wäre mal die eine Antwort. Nein, den nehmen wir das Bonnie. 210, aber wir ziehen ja eine Perle ab, das heißt, wir haben 211. Was? 203? Hast du jetzt 203 gesagt? 209 habe ich gesagt. Warum 209? Wir müssen ja eine dazu zählen, ja? Es ist wieder eine. Ja, 211 ist es, ich weiß. Weil. Es steht ja. Ja, Menge ab, ne? Das passt ja, hab ich. Sollte passen. Ja, Natalie ist intelligent. Oder sie kennt die Antworten schon wieder. Cheated. Cheaterin? Nein, passt schon. Wunderbar gemacht. Mhm. So, Würfelwinkel. Mhm. Es wird immer besser. Die Rätsel werden immer besser. Gerade. Irgendwie auch nicht, was kommt. Im Diagramm unten liegen die Punkte A, B und C genau in der Mitte der Würfelkante. Diese Punkte sind mit Geraden verbunden. Wie viel Grad misst der Innenwinkel A, B, C, der dort liegt, wo sich die Geraden A, B und B, C treffen? Wenn ich nach dem optischen ausgehe, hätte ich jetzt mal gesagt, das sind 45 Grad? Kann das sein? Könnte sein. Wenn ich nach dem optischen gehe, wohl bemerkt. Ja, optisch, na. Rein optisch, aber nur, ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Ja, das glaube ich nicht. Okay, da bin ich überfragt. Ist das wieder mit extra Linien dazuzeichnen oder was? Ich habe keine, so wie wir es damals bei dem Haupträtsel hatten, da mussten wir die Linien irgendwie verlängern. Da war doch was, oder? Ich will mir eine Hilfe holen, Hinweismünze. Ja, Hinweismünze, eindeutig. Auf jeden Fall, ich habe da gar keine Ahnung von Geometrie. Aufwendige Kalkulationen sind überhaupt nicht nötig. Es ist wichtig, diese Aufgabe richtig zu visualisieren. Die drei Punkte liegen je in der Mitte der Kante eines Würfels. Ja, eben, meine ich ja. Visualisieren, man muss sicher was zeichnen. Dass es einfach ist. Die drei Punkte liegen je in der Mitte. In der Mitte. Das heißt, sie sind gleich gerade. Wenn ich das jetzt verlängern würde. Wo sind meine Notizen? Danke. Wenn ich das jetzt verlängern würde. Darunter? Schaut bescheuert aus, ne? Oder? Nee, das kann glaube ich nicht stimmen, weil die sind ja Männersachen, die haben ein besseres räumliches Denken. Was? Das glaube ich nicht. Ist nicht bewiesen. So. Oh ja, eigentlich schon.
Hinweis: Die drei Punkte liegen exakt in der Mitte von drei Kanten eines Würfels. Was wäre mit den anderen Kanten Mittelpunkten? Was ergäbe sich, wenn man die Linien so zu einer geschlossenen Figur fährt? Na eben, Figur. So. Aber das ist eigentlich auch wahr, was ich dachte, dass der Männer einen besseren Umdenken haben im Normalfall. Nein, es kommt ja natürlich auch. Es kommt ja auf den Typ auch an. So, die Mitte überall. Dann nehmen wir die Mitte hier. Die Mitte. Dann die Mitte. Und die Mitte. Ein Sechseck ist das, ja, stimmt, hast recht. Okay. Ich glaube, wir brauchen noch Hinweismünze 3. Schauen wir mal. Überlege, welche geometrische Grundform du auf Grundlage der Punkt ABC bilden könntest. Ja, Sechseck haben wir jetzt schon. Zeichnest du weiter nach demselben Schema geraden, ergebe ein gleichseitiges Sechseck, oder? Wenn du jetzt noch bedenkst, dass die Summe der Innenwinkel im Sechseck stets 100... Ah, okay, ja, okay, passt. Okay. Ja, ja. Rechne jetzt einmal 720 durch 6. Was haben wir dann? 720 durch 6. Na, okay, komm. Ist ein Sechseck eben. Ja, ich meine 27 plus 6. Nicht spoilern jetzt, jetzt lassen wir ihn mal rechnen. Jetzt lassen wir ihn mal rechnen. 27 plus 6 durch Ich gehe da mal kurz. haben wir es bald? 120. Dankeschön! Genau, nimm eine 0 weg, kannst du auch machen. Das ist der Mathematikkurs. Der Mathematikkurs, ja, trotzdem kannst mit der 0 wegrechnen, ja? Ja, auf 72 durch 6. Ja, ist zum Beispiel. Einfach. Richtig. Deswegen, das ist der Volksschultrick, ne? Den habe ich damals auch absolviert. Den Kurs hin mit der 0 weglassen. Ne? So. Okay, das war aber jetzt schon fies irgendwie. Aber ich habe gewusst, irgendein Hauptthema hatten wir mal mit Linien weiterzeichnen. Ich glaube, das war dann diese Spiegelbilder oder was wir da hatten. Irgendwas war da. Ja, okay. Also. So machst du es immer noch? Ja, ja. Glaube ich auch. So, Wirrer Irrgarten. Jetzt wird's Wirrer. Ich hoffe, jetzt wird er mal. Ich ahne. 80 Pikarat, oh Gottes Willen. Nein! Nein! Dieses unterirdische Labyrinth besteht aus 8 Teilen, die wild durcheinander gewürfelt wurden. Du solltest diese wieder richtig anordnen. Wegabschnitte dürfen nicht im Leeren enden. Jeder Weg, der aus einem Teil führt, muss auch in einen anderen Teil Weg übergehen. Nur 2 Wege sollen aus dem Irrgarten herausführen, nämlich am Ein- und am Ausgang. Verschiebe die Teile und setze das Labyrinth wieder richtig zusammen. Wow, oder? Okay. Richtig geil, oder? Ja. Ist zumindest. Richtig geiler Scheiß. Machbar, glaube ich. Mhm. Ist da ein bisschen mehr Try and Error, aber. Also, ich brauche das hier mal unten auf alle Fälle. Warte. Aber du brauchst den Winkel unten links brauchst du oben, glaube ich. Warte mal. Ich bin schon dabei, was zu regeln. So, dann ist das. Dann habe ich die Reihenfolge. Ich glaube, ich habe. Achso, nein. Scheiße. Das wäre schon das Richtige. Nur ich muss das Blaue noch wegkriegen. Dann wäre es ja sehr schon. An und für sich. Ja. Ich muss. Oder nein, warte mal. Blödsinn, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht.
Ja, aber die Frage, das Problem ist jetzt, was setze ich jetzt statt dem blauen Feld dort oben hin? Das geht ja nicht, das muss ja eine durchgehende Linie sein. Das heißt, ich muss einmal herausfinden, welche Abschnitte ich brauche. Ja, du machst den in der Mitte rechts nach oben. Was? Den in der Mitte rechts nach oben. Hierher, oder was? Ja. Dazwischen kommt dann die Kreuzung oben. Oder muss unten der Winkel nach links? Nee, das geht auch nicht. Vergiss nicht, Wegabschnitte dürfen nicht im Leeren enden. Okay, dann geht das schon mal nicht. Das heißt, ich muss, wenn... Das heißt, ich müsste an der Viererkreuzung müsste ich die anderen Wege hin kombinieren, damit die nicht ins Leere laufen auch noch. Wie gesagt, muss einmal den Weg finden, den ich machen muss. Es gibt eigentlich nur einen Weg, den es geben könnte. Deswegen frage mal, welcher wäre das? Wenn ich dann mit der Linkskurve beginne und dann... Nein, warte, hier, dann da das rauf. Dann das in der Mitte hier. Das, ja, weil dann habe ich keins, was nach rechts geht. Das heißt, ich müsste theoretisch... Ich kann aber auch nicht... Die Viererkreuzung und diese Kreuzung hier kann ich auch nicht nach rechts legen, weil die ja dann ins Leere gehen würde. Nach rechts. Das heißt, ich müsste eigentlich... Theoretisch mit dem beginnen am Anfang. Ne? Mit dem hier. Dann wäre es logisch, dass ich das hier... Oder warte, was ist, wenn wir es so machen? Aber dann... Dann habe ich wieder keine Abbiegung. Besteppert ist das schwer schon wieder. Und wenn ich das theoretisch... hier raufgeben würde, wäre das ja noch akzeptabel, also das hier. Wäre das ja noch akzeptabel, nur... Oh ja, so passt's, oh ja, so muss es gehen, oh ja. Die Wege müssen ja nur enden, das heißt links oben brauche ich den schwarzen Knubbel. Den hier. So, die Frage, wie kriege ich... Ich muss die... Ja, der Kreis mit den vier Wegen muss in die Mitte, das stimmt. So, welche Reihenfolge brauche ich? Warte, ich mache das anders. Schwarz brauche ich. Die Reihenfolge schwarz, das hier. Und... Das hier. Gut, es kostet mich zwar jetzt... Ich muss das wahrscheinlich in einer bestimmten Zuganzahl ja wieder machen. Ne? Aber ist scheiß drauf. Ich mache das jetzt einmal... Dass ich es einmal schaffe, ne? Ja, das ist meine Hauptsache. Falsche Warte, falsche Richtung. So. Ach, das stört hier. Das muss ich noch austauschen. Aber noch nicht jetzt. Das sind die, die ich als erster brauche. Genau, jetzt habe ich den dabei. Sehr gut. Das heißt, jetzt kann ich dann alles nachschieben. So. Dann haben wir wenigstens die Dreier-Dinger mal erledigt. Oh ja, super, geil. Wartet kurz, ich muss einmal den Rechner schließen. Habe ich jetzt irgendwas verschoben? Nein, habe ich nicht verschoben. Okay. Maus, bitte. So, das weg.
Das könnte man aber eigentlich gleich in die Mitte legen. So. Wenn wir schon dabei sind. Warte mal. Na, machen wir es doch. Machen wir es einmal so. So, das wäre der erste Schritt. Hätte ich mal gesagt. Da müssen wir schauen, dass wir das Kreuz darunter kriegen. Und das blaue kehrt. Ja, dann. Das Kreuz ist das. Warte. Jetzt muss ich überlegen. Kreuz. Viererding. Alter, wie schiebe ich das jetzt? Nein, ich muss das von rückwärts machen. Ich brauch. Ja, das blaue rechts mittig, das weiß ich, danke. Ich überlege gerade nur. Ein Feld bleibt ja frei. Genau, ich brauche blau. Ich brauche das gerade. Ich brauche die Biegung. Ich brauche das Vierer, ich brauche das X. Blau, gerade brauche ich einmal. So. Blau, gerade. Da muss ich aber das andere wieder zerstören irgendwie. Ich hasse das. Ich hasse solche Rätsel. Blau. Ja. Gerade brauche ich dann. Blau, gerade, Biegung. So, und jetzt sind die zwei aber noch vertauscht. Oder? Warte mal. Ich schieb das mal und dann schauen wir sich das mal an. Aber ich glaube, das ist noch vertauscht. Das, genau, die sind noch vertauscht. Ja, zumindest mal will ich dahin, aber ich glaube nicht, dass es damit gemeint ist. Na sicher, ich muss das Blaue hier rauf und. Ach so, nein, geht ja gar nicht. Ah, scheiße, links oben, das ist es ja. Fuck. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Shit. Warte mal. Fang doch noch mal von vorne an. Ja, wenn es so einfach wäre. Ach Gottes Willen, ich hasse das. So brauche ich sicher 400 Züge oder was weiß ich. Ach Gott. Also was habe ich gesagt? Blau und das Gerade brauche ich einmal, ne? Blau und gerade. So, das haben wir mal zusammen. Was brauche ich als nächstes? Dann kam. Nein, blau und gerade? Sicher? Oh ja, gerade für rechts oben. Gut, wisst ihr was? Ich mache mir das optisch jetzt. Das geht jetzt gerade nicht wieder. Okay, na wurscht. Blau und gerade. So. Dann bräuchte ich oben die Kurve. Die haben wir hier. Dann brauche ich als nächstes. Bei 9.999 ist der Schluss, okay.
Dann geht's wieder bei von vorne los. Ja, was weiß ich. Ich glaube, das ist ein Rätsel, da brauche ich eine Lösung, glaube ich. Das ist schlimm. Ich hasse sowas. Dann brauche ich. Weil man nicht alles merkt, wie ich das brauche, ja. Aber warum mache ich das kompliziert? Ich könnte ja eigentlich von rechts oben nach unten beginnen. So. Das heißt, ich brauche das gerade einmal. Danach brauche ich die Biegung. Und dann brauche ich das. Minecraft hier. Nein. Dann brauche ich das hier. So. Dann bräuchte ich theoretisch das, was hier rechts liegt. Und dann brauche ich das Vierer-Ding. So, dann brauche ich das Vierer-Ding. Boah, das ist kompliziert, Alter. Vierer-Ding, was wäre dann rechts gewesen, wäre das Blaue. Das können wir nachschieben, das ist nicht das Problem. So, das Blaue. Also warte, gerade, oben. Nein, 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 Blödsinn. Gerade Biegung. Aber dann passt das wieder nicht. Gerade Biegung oben. Das hier. Das hier. Das hier. Und wo, was brauche ich dann? Das Blaue. Und dann brauche ich die Biegung und... Hä? Habe ich schon? Nein. Irgendwas geht mir gerade nicht auf. Okay, das ist die falsche Biegung. Nein, Blödsinn. Biegung, Ding. Ich habe rechts oben begonnen, ne? Habe ich das jetzt seitenverkehrt gemacht? Warte mal kurz. Ne. Also ich muss ehrlich sagen, ich durchschaue das Ganze nicht mehr. Das ist mir zu hoch. Das ist mir zu hoch. So Leute, es passiert nicht oft, aber... Ich brauche eine Lösung. Ja, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock. Das ist wieder ein Rätsel. Ja, Try and Error quasi. Nein, nicht Try and Error. Es ist, ja, das Problem ist, ich hasse solche Rätsel. Da, wenn schon die Demotivation da liegt, wenn ich das schon vor mir sehe, kriege ich das Kotzen, ja? Ja. Das ist das Problem. Selbst. Ich überlege immer noch, warte, vielleicht habe ich es ja eh, weil mit dem beginne ich, das kommt hinterher. Das kommt hinterher, dann brauche ich das, dann brauche ich das, das, das. Warte, was brauche ich jetzt am Ende? Am Ende brauche ich das hier, genau. Wir probieren es einmal. Ich bin zwar... Ja, aber da bin ich mal jetzt selber im Weg mit dem. Das ist ja mein Problem, ich kann nicht so eine lange Schlange machen. Wie ich will. Okay, scheiß drauf. Wir haben halt genug Zeit schon verschissen. Leute, offiziell, ich gestehe, ich schaue mir jetzt eine Lösung an. So. Das ist mir zu hoch. So. Zeig mal, wie du das machst. Das wird jetzt lustig werden mit dem immer Stopp drücken und das. So, wir haben einmal runter. Rechts, links. Ah, rauf meine ich. Dann zweimal nach links. Das rauf. Das rüber. Runter. Und das schaut ja bei der Lösung so einfach aus, ne? Wahrscheinlich. Ja.
Jemand, der schon tausendmal gemacht hat. Ja, das war's doch. Musste den das Kreuzchen in die Mitte packen. Mitte und dann rechts, ja. Dann das Blaue nach oben, ja. Und was war da jetzt zu schwer, Leute? Okay, das Achievement ist nicht verdient. Das Achievement ist gerade nicht verdient. Der hat sogar das mit der geringsten Zuganzahl gemacht. Okay, das ist nicht verdient gerade, gestehe ich. Habe ich mir nicht verdient. Aber ich hab's trotzdem. Okay, das habe ich mir eigentlich auch nicht verdient, ja? Das Achievement, weil wir die drei Rätsel gelöst haben. Sorry, aber 24 Züge waren das nur. Nur 24 Züge. Oh Gott, ich sehe das Springer-Problem auch noch geil. Wie gefällt dir dieses Rätsel? Nicht mehr. So, Kartengleichung. Oh Gottes Willen. Diese Karten, je eine Ziffer von 1 bis 8 tragen, können zu zwei verschiedenen Multiplikationsgleichungen zusammengesetzt werden. Eine davon siehst du hier am oberen Bildschirmrand. Kannst du die andere herausfinden? Na, Moment einmal. Eine andere rausfinden? Was ist, wenn wir die Zahlen einfach drehen? Was ist, jetzt spekuliere ich einmal. Was ist, wenn wir 5 nehmen? Hast du einen Rechner bei der Hand? Kannst du was eingeben kurz? Rechner, warte. Ich habe ihn minimiert. Dann kann ich das machen. Nur warte. Jo, bin bereit. Nehmen wir mal. Ich gebe mal ein 3. Der ganze Computer ist errechnet. Ja, schon, aber ich will jetzt nicht nebenbei immer raustappen. Außerdem will ich meinen Co-Moderator mit einbeziehen. Der soll auch was tun. So. Natürlich. Nehmen wir mal 3, 6, 4 mal 5. Mal 5. Gleich 1820. Wie viel? Das geht aber nicht. 1820, wir haben keine 0. Okay. Was? 1820. Und was ist, wenn wir nehmen 4, 6, 3? Mal 5? 4, 6, 3 mal 5 gleich 2315. Auch nicht, okay. Dann lassen wir mal das so und machen mal 3, 4, 6 mal 5. 3, 4, 6. Man geht aber auch nicht, weil wir keine 0 haben. Den 5 mal 6 sind 30, also ist eine 0 hin. Wir haben keine 0. Es muss quasi eine ungerade Zahl sein oder eine, ja, keine 0 halt. Ah, okay, wirklich? Okay. Also die 5 in der Mitte eigentlich schon mal in. Falsch, okay. Wisst ihr, 5 bin ich halt meistens mit, goldene Mitte, ne? Aber in diesem Fall glaube ich nicht, dass es ihn. Glaube ich auch nicht. Okay, na dann werden wir mal. Warum ist halt so viel Mathe dabei? Ich habe auch noch nichts gegessen. Mein Hirn ist zermattert. Aber ich schätze mal, für eine vierstellige Zahl dürfen wir eigentlich nicht zu hoch werden. Obwohl, 4 geht. Was ist, wenn wir mit 5 beginnen hier? Was könnte man denn hinten hinlegen, dass was rauskommt? Man könnte zum Beispiel, wenn wir gerade sein wollen, 2 mal 4 und dann hätten wir da wieder 8. Sowas in der Art, ne? Ja. Dann müsste ich aber danach. Ich muss auf alle Fälle über 10 einmal hinauskommen. Das geht mit der 8 nicht. Das heißt, ich muss eigentlich hinten niedrig sein. Noch niedriger. Und das geht jetzt nur mit. Du musst wenn auch ich vorne eine niedrige Tage. Also eine 2 glaube ich, ist, glaube ich. Nein. Ich gehe jetzt von hinten aus. Also das. Was habe ich jetzt gehabt vorher? 2 mal 4, ne?
Wenn ich das jetzt so spekuliere, müsste theoretisch meine nächste Zahl eine hohe sein. Hierher. 6 mal 4 ist 24 und die 4 kann ich aber nicht mehr nehmen. 7 mal 4 ist 32. Ah, 7 mal 4 ist 32. Ja, okay. 20. Es wird Zeit, dass Genau. ich, es wird Zeit, dass ich aufhöre. Sorry. Und 8 kann ich auch nicht mehr verwenden, theoretisch, ne? Ja, und was anders. Ja, gut, ich könnte 3 mal 4, 12, aber 2 habe ich heute auch schon. Das heißt, der 8er ist falsch. Und das nächste, was ich dann machen könnte. Ist eine 3 hinten und Leg die hinten 8 dann. doch nach vorne, sonst wird's zu viel, oder? Ja, das ist die Überlegung dann, ja? Weil wenn die 8 könnte ich vorne hinlegen, wenn ich da. Die einzige Option, wenn ich hinten einmal niedrig bleibe, damit ich dann als zweite Stelle dann eine Zahl nehmen kann, die über 10 ist, damit sich das halt hier ausschlagt ab dem Zeitpunkt und dann eben am Ende fürs ganze Ausgeschriebene, ne? Und das geht ja eigentlich. Das heißt, ich könnte theoretisch nur noch hinlegen 2 mal 3, weil was anderes geht nicht. Sonst habe ich immer einen Rest dabei. Und wenn ich das jetzt spekuliere und du meinst, ich soll die 8 nach vorne legen, nach vorne, ganz nach vorne legen, ist zu viel. Wenn ich sie hierher lege, ja, dann hätten wir 8 mal 3, ja, Mitte vorne, genau. Dann kommt da ein Vierer. Dann hätte ich quasi 2 Rest, ne? Wenn ich jetzt Dann gehen die theoretisch, fünf nach vorne und dann genau, 15 mit 2 Rest ist 17 und 1700. die kann ich eingeben. Perfekt. Sollte passen, an und für sich. Jetzt kommt's drauf an. Na bitte. Na bitte. Gemeinsam Etwas sind wir fehlt stark. vielleicht. Vielen Dank Ja. euch allen. Haben wir gut gemacht. Haben wir mal gut gemeistert. Wow. Ja, gemeinsam sind wir stark. So, ich bin eher Zahlenreigen. Es ist ziemlich viel Mathematik heute dabei, wirklich. Oh Gottes Willen. Die Zahlen in diesen Reigen folgen einem bestimmten Muster. Welche Zahl muss anstelle des Fragezeichens stehen? Ach, sowas liebe ich aber meistens. Also hier merkt man, hier wird es verdoppelt, also 4 mal 4, ne? Theoretisch. Durch 5 mal 4. Ja, und dann gibt es kein Durch mehr. Ich liebe aber solche Rätsel mag ich zum Beispiel. Ach, das war nie deine Stärke. Oh, ich meine schon so. Eben die fortlaufende Kette finden oder halt die Gemeinsamkeit zwischen diese Abstände, ja. Sowas gefällt mir, ja. Lassen wir es einmal kurz passieren. Wenn nicht, können wir Hinweismünzen nehmen. Im Notfall auch noch. Plus 11. Nee, plus 21. Plus 21. Plus 5, plus 5, plus 21. Und auf dem, kann man von auf 145 auf 42. 42? Achso, wie du mal das meinst. Ich beginne jetzt bei der größeren Zahl ja, gerade. gute Frage. Das sind minus 103. Ist halt die Frage, ob es eine einfache Plus-Minus-Rechnung ist oder was Schwereres. Das ist die Frage. Auch auf Kopf gestellt ist es nicht, sehe ich gerade, aber. Und das hat 70 Pikarat, also wird es sicher nicht nur simple Plus-Minus-Variation sein. Sondern Ja. eventuell mal Division auch oder noch Schlimmeres eventuell. Ich glaube, wir spekulieren auf Hinweismünzen. Machen wir mal eine. Versuche die einzelnen Stellen jeder Zahl als separate Einheit zu behandeln. Okay. Das heißt, wie komme ich von einer 1 auf eine 3 auf gut Deutsch bei 16 und 37, ne? Ja. Also. Also auf eine 1. Hä? Von einer 1 auf eine 3 komme ich nur mit plus 2. Da hilft man nicht einmal die Malrechnung.
Da hilft man nicht einmal 1 mal 1 oder so, ne? Wenn ich jetzt jede doppelt nehmen sollte, ja? Aber wenn ich 6 doppelt nehme, wäre ich bei 12. Und das wird auch nichts bringen. Wie komme ich. Hä? Wie komme ich von 6 auf 7 mit 1? Was ist, wenn ich die linke Zahl zur rechten dazugebe? Dann komme ich. Ja, das würde dann 58 nicht erklären. Okay. Wir brauchen. Wir brauchen mal einen Touch auf das Ding. So. Finde ein Rechenverfahren, bei dem sich aus den einzelnen Ziffern einer Zahl die darauffolgende Zahl ergibt. Okay. Bei der einer Stelle hätte ich ja gesagt, 4 mal 4 ist 16. 145. 4 mal 4 ist 16. Also 4 hoch 2, auch gut Deutsch. Und wenn ich 16 mal 16 hin, kommen wir nie auf die 37. Da brauche ich nicht einmal rechnen. Und 16 mal 4 geht auch nicht. Aber ich stehe da. Man soll die einzelnen Werte nehmen. Das heißt, ich müsste eigentlich den einzelnen Sechser separat behandeln. Das heißt, wenn ich auf 4 mal 4, warum gerade 4? Da muss es ja hoch 2 sein. Das wäre logischer. Weil 4 hoch 2 so durch sich mal durch sich selber ist ja 16. Und wenn wir jede einzelne Zahl extra machen, oh, das ergibt bei 20 und 4 Sinn, stimmt ja. Wenn ich jede Zahl einzeln machen muss, 2 mal 2 ist 4. 0 mal 0 ist 0. Und wenn ich das zusammenzähle, kommt 4 raus. Warte. 1 mal 1 ist 1. Na warte, aber 6 mal 6 ist 36. 36 plus 1 ist 37. Das klappt. Das klappt, ja. Und Nathalie hat es auch gerade geschrieben wieder. Erst, die sind mal ein paar Sekunden später dran oder früher dran. Kommt drauf an, ob ich selber drauf komme oder nicht. Das heißt, theoretisch, wir haben 5 mal 5. Ist ja dann die 25, ne? Und 8 mal 8. 64. Na nix, sorry, passt schon. Ich bin eh noch selber drauf gekommen. Gerade noch so richtig. Und 25 und 64 sind, wenn ich mich nicht irre, 89? Kann das sein? Pascal? Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Ich frag gerade, ob die Rechnung stimmt. Was nochmal? 25 plus 64. Der schläft schon. Ist das 89, oder? Ja. 89 klar. Wird wohl stimmen. Okay, passt. Der schläft. Pennst du schon, oder was? Da habe ich so versucht, selber drauf zu kommen, wie man das am besten macht, aber... Ja, na aufgrund... Ich habe es ja dann erkannt, aufgrund dessen, dass eben mit 4 hoch 2... Es gibt ja nur entweder 4 mal 4 rechnest. Und in dem Fall musst du auch wirklich dieselbe Zahl immer durch dasselbe nehmen. Und... Dank dem Hinweis, die einzelnen Stellen nehmen, da wir aber 4 eh nur eine einzelne Stelle haben, kommt der 16 raus, ja. Genau, und das ist das Beispiel. Bei 20 war es der Fall, wenn du die 2 hochnimmst, hast du dann die 4 und wenn du das separat rechnest, hast du dann eben die 0, ne? Ja, der Hinweis, die Zahlen einzeln zu nehmen, hat wirklich geholfen. Ja, ohne den, glaube ich, wäre ich da nie drauf gekommen. Pff, also bitte Layton. Lieber Layton. Okay, jetzt wird's heftig. Zum Abschluss wird's noch heftig. Jetzt kriegen wir so richtige Krise. 99? Und ich glaube, da brauche ich nicht einmal Hinweise verwenden. Das ist nichts mehr für Kinder am Ende, nein. Ich glaube, da brauche ich nicht einmal Hinweise verwenden, weil die geben wir sowieso keine. Ja. Aber ich werde mal die Randtaktik probieren, wie es schon einmal der Fall war. Probieren wir es einmal. Vielleicht bringt es ja was. Das wäre lustig, wenn es da schon gewesen wäre, aber ich glaube nicht. Oder? Schaut es gut aus? Ähm.
Okay, da fruchtet es leider nicht mehr. Dann müsste ich das hier nehmen, dass ich die obere noch ausfüllen kann. So, jetzt muss ich aber dann... Ich muss das innere Feld fertig machen, bevor ich dann am Rand weitermache. Am oberen Rand weitermache. So. Da muss ich jetzt... Also das Feld darf ich erst zum Schluss verwenden, das linke. Ja. So, und jetzt muss ich überlegen. Ha? 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 Okay. Aber es hat ja gut ausgesehen bis jetzt. Wenn ich den nehme... Dann kannst du sehen... Achso, die Notizen, hast recht. Okay. Machen wir mal das hier. Dann das hier. 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 Das hier und das ist... Warte, das hier, nein, geht sie nicht aus. Wenn wir mit dem beginnen. Gleit das obere. Dann das hier. Das hier. Das vielleicht. Das. Das, das. Das, das, das. Und dann hänge ich wieder. Okay, muss mir das freihalten? Oder das hier freihalten? Nein. Echt schwer. Okay, warte, das hier. Und beginnen wir mal mit der Ecke. Und dann nehmen wir das Feld dazu. Ja, das ist wichtig auf jeden Fall. Dann kann ich eh nur noch entweder daher. Und die beiden weißen, also oben und unten. Die beiden weißen, also wo jetzt der Springer steht oben und darunter, das darunter der weiße noch. Du solltest du alles am Ende benutzen, einen von beiden, um halt auf den braunen zu kommen. Um dann das abschließen zu können. Ja, aber es ist, wenn wir rückwärts gehen, genau. Hier und hier muss ich dann stehen auf alle Fälle. Oder hier, ne? Ja, oder dann die beiden zuletzt. Die beiden weißen da zuletzt. Das, dann das hier. Das Problem ist, sie kommen da nicht in die Ecken rein. Ich komme nicht in die Ecken rein. Ja, in die eine nur. Und das war's dann. Hm. Von da auf da zum Schluss. Dann kann ich die Ecke noch mitnehmen. Dann nehmen wir das hier. Dann kann ich... die Ecke mitnehmen. Dann nehmen wir das mit. Ich glaube, es ist verhaut. Ja, ich glaube, es ist verhaut. Das können wir, glaube ich, nicht schaffen. So. Probieren wir es noch. Gehen wir mit der anderen Richtung. So. Was ist, wenn man eine Ecke fertig macht, eben? Okay, das ist jetzt schon schwerer. Auf alle Fälle nehmen. So, da hätte ich die zwei Felder, die ich zum Schluss machen könnte.
Aber ich komme von dem Eckfeld nicht mehr raus. Ich glaube, so willkürlich wird das nicht gehen, ne? Wahrscheinlich nicht. Ja, Ende. So, ich wage es nicht zu nehmen, aber Hinweise. Diesmal misst das Brett 8 Machtfelder, ganz wie ein klassisches Schachbrett. Du bist also gerade dabei, das echte Springerbonus zu. Diesmal gibt es keine Tipps. Oh, Gottes Willen. Ich liebe es. Habe ich da schon gesagt, dass ich das liebe? Das Game? Es hasst mich, glaube ich. Ich glaube, es hasst mich. Aber ich glaube, das... Wo ist meine Maus schon wieder? Ich glaube, das mit dem Rand war aber gar nicht mehr so verkehrt, oder? Hätte ich mal gesagt. Was sagst du? Denke ich mir auch. Ja, schon bei den anderen... Bei den anderen, Teilen... Wir hatten ja einmal das mit dem Rand auch auf alle Fälle, ne? Ja. Wir könnten ja das theoretisch synchron einmal machen. Noch einmal bis zum Ende durchziehen. Haben wir das vorher schon so probiert? Ich weiß nicht. Können wir das auf der anderen Seite synchron weitermachen irgendwie? So, oben oder unten, was sagst du? Sagen unten. Dann machen wir das wieder in schmalen Abständen, so wie oben. Okay, wieder ganz unten hätte ich gesagt, oder? Was sagst du? Weil das gleichmäßig ausschaut, ne? Dann bleibt eh nur noch das. Ja, und dann ist die Frage, was machen wir jetzt? Frage, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, nehmen wir den oben links. Warum? Keine Ahnung, ich finde... Okay. Weil wenn ich theoretisch... Also, ich glaube, der rechte oben ist... Also, oben und rechts ist falsch, hätte ich gesagt. Ich könnte theoretisch... Obwohl, was heißt falsch? Es gibt ja kein falsch eigentlich, oder? Gibt's ja falsch? Boah, ist das schwer. Warum gibt's da keine Tipps? Ich krieg die Krise. Irgendwas müssen die sagen, jetzt wahrscheinlich nur irgendwelche Fun Facts und sowas. Ja. Schauen wir mal. Im klassischen Springerproblem muss der Springer am Ende wieder auf demselben Feld landen, von dem aus seine Reise begonnen hat. Ah, okay. Um dies zu vollbringen, ist die geschickte Wahl des Startfelds unerlässlich. Wenn du Zeit und Muße hast, zeichne doch mal ein Schachbrett und versuche es selbst. Schachaufgaben freuen sich so großer Beliebtheit unserer Rätselfreunden, dass im Forschungsarbeit ständig neue elegante Lösungswege gefunden werden. Wenn du Gefallen an Schachrätseln wie diesen gefunden hast, dann schau dir solche Veröffentlichungen doch mal an. Natürlich. Das Problem habe ich jetzt, ne? Ja, wie gesagt, den Rand haben wir jetzt so einigermaßen gleichmäßig verteilt. Aber jetzt haben wir eben das Problem, wie wir weiterspringen sollen. Ene, mene, mu und raus bist du. Gut, der obere ist mal weg. Ene, mene, mu und raus bist du. Der zweite ist weg, also nehme ich den unteren. Gut, hat's erledigt. So, wo springen wir jetzt hin? Böse Ecken sollten wir vielleicht vernichten, eventuell, ne? Weil ja. Ecken sind meistens nicht gut, weil da die Richtungen eingegrenzt sind.
Ja, eine Modier kann natürlich. Das heißt, wir nehmen mal die Ecke weg. Dann habe ich sowieso nur eine Möglichkeit. So. Und theoretisch könnte man dann das untere wieder nehmen, um zuzumachen. Oder wir heben uns den Block. Bist du bei der Zeit 5 Möglichkeiten? Ene, mene, mu und raus bist du. Ene, mene, mu und. Warte, ene, mene, mu und raus bist du. Ene, mene, mu und raus bist du. Gut. Na dann, bitteschön. So, es wird nicht besser. Kann man auch machen. Nein, jetzt mache ich keine Mene Mu mehr. Ja, okay. Ich würde sagen, machen wir mal untere wieder. Oben links, würde ich sagen. Oben links? Nein. Na, weißt du, was ich spekuliere? Ich mache das einmal so. Ich bin einmal frech. So. Dass wir quasi diese Zickzack-Reihung fortführen, ne? Eventuell. Hätte ich mal gesagt. Ich weiß es nicht. Fangen wir nicht. Funktioniert ja, klar. Dann kann ich jetzt nachher. Das heißt, ihr müsst dann wieder rauf, ne? Und dann komme ich zur bösen Ecke. Dann komme ich wieder zur bösen Ecke. Die nehmen wir mit. Wie... Hallo, Maus? Dann bleibt mir eh nur noch eine Möglichkeit. Ja. Da wir mittig kaum was haben, nehmen wir die Mitte. Aber welches? Die goldene? Oder die fast goldene rechts? Na gut, wenn ich aber zickzack weiterspringen will, müsste ich eigentlich das nehmen. Und dann kann ich das obere wieder nehmen. Und dann könnte ich das untere wieder nehmen, theoretisch, ne? Oder wollen wir oben zumachen? Ich weiß nicht. Oben rechts wäre auch verlockend, aber dann hätte man dort keine Sprungmöglichkeit mehr. Oh, Gottes Willen. Wenn ich oben entlang, könnte ich dann das weiße Feld links nehmen und dann quasi eine untere Zickzack Tour machen, weil ich ja unten das schwarze Feld noch offen habe. Na, das wird nicht klappen. Erst. Wie viele Züge soll ich denn vordenken? Das alle Züge wahrscheinlich. Natürlich. Das Problem habe ich. Ja. So. Dann machen wir, warte mal, den Zickzack-Kurs, wenn ich da hergehe. Warte, ich brauche Notizen, ich brauche Notizen. Ach, ich habe noch alte Notizen. Daher, und dann könnte ich das braune zumachen. Das schaut ja gut aus, ne? So, nach dem braunen, wie würde es dann weitergehen? Da könnte ich daher, daher, da hätten wir wieder den Zickzackkurs, theoretisch. Dann geht es da auch weiter mit dem Zickzackkurs, da weiter mit dem Zickzackkurs. Und dann hätte ich wieder gesagt, nehmen wir die böse Ecke, ne? Na, wenn es sich ausgeht. Ja, irgendwo ist sicher ein Haken dann drinnen. So, was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich es vergessen wieder. Fuck. Warte, überlegen. Jetzt noch nicht. Das linke, glaube ich, war's. Dann runter. Zickzack. Oder wollte ich vorher schon? Ich weiß es nicht. Kann ich bitte zurückspulen vor 10 Sekunden? Okay, jetzt sind es mittlerweile schon 30 Sekunden. Das wäre nett, was machen wir denn? Ja, ich würde unten links nehmen, dann den Zug machen, wie du machen wolltest. Okay. Nein, irgendwas. Warte. Ich wollte die böse Ecke mitnehmen, gell? Habe ich gesagt, ja. Es passt sicher nicht. Irgendwo ist sicher ein Hund drin. Ja, da bleibt er jetzt eh nur noch, wenn wir den Zickzack-Kurs fortführen wollen, bleibt man nur noch das hier, ne? So. Zickzack-Kurs fortführen, ne? Okay. Ja, dann gehe ich auf die andere Seite rüber. Das schaut doch gut aus, oder?
Oder nein. Warte, warte, jetzt muss ich aufpassen. Nein, es geht schon nicht. Ja. Ist schon Ende Gelände. Komm nicht mehr in den unteren rein. Ja. Ja, ich kann nur das hier noch machen. So. Nach oben. Um ein Feld. Um ein Feld, ernsthaft? Das ist mies. Um ein Feld. Kommt, Leute. Kommt. Das ist jetzt nicht wahr. So, und jetzt sag mir mal, was ich getan habe alles. Wenn ich das wüsste. Ja, Zickzack haben wir, glaube ich, begonnen, oder? Ja. Ich glaube, Zickzack haben wir begonnen. Ich hole mir auch gleich. Ich glaube, da hole ich mir auch eine Lösung. Das ist, glaube ich. Das ist too much, glaube ich. Haben wir dann weiter Zickzack gemacht? Ich glaube, gell? Ja. Ich meine schon. So, und ich. Jetzt ist die Frage oben oder unten? Ene mene mu. Ene mene mu. Und raus bist du. Okay. Und dann, glaube ich, haben wir wieder Zickzack rauf runter gemacht. Und dann glaube ich einmal geht es ja noch und dann haben wir eh nur noch das Feld hier, genau. Und dann wollte ich die Ecke schließen, das heißt, so, genau. Es war ja nicht schlecht, es war nur ein Feld offen, aber ich weiß meine Züge nicht mehr. War ich, ach, der Enemine-Mu-Auszählung war das hier, genau. Und dann hatte ich ja wieder die Mengenanzahl. Dann habe ich ja drauf geschissen, dann bin ich ja runtergegangen. Stimmt, da wollte ich kein Ene Mene Mu mehr machen. Naja. Und dann waren wir, glaube ich, wieder am Zickzack-Kurs. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Natalie, hast du dir was gemerkt? Waren wir am Zickzack-Kurs? Ich weiß es nicht mehr. Und ich glaube, da waren wir wieder im oberen Bereich, weil ich wollte ja die Ecke wieder schließen, glaube ich. Ja, ich glaube schon, so war das. Ecken habe ich ja, glaube ich, immer geschlossen. Da geht eh nur ein Zug. So, jetzt ist... Nein, dann haben wir wieder den schmalen Zickzack-Kurs, glaube ich, gemacht. Bei Schach bin ich raus. War super. Danke. Danke für die Unterstützung. So, und da könnte ich jetzt rauf oder runter. Letztens sind wir, glaube ich, runtergegangen. Ja. Und was ist, wenn ich jetzt... Oder waren wir oben? Bitte, bitte. Wurscht, gehen wir mal rauf. So, jetzt ist da die Frage, wenn wir den Zickzack-Kurs weitermachen, müssten wir links und dann wieder rechts herum, ne? Ja. Links und rechts. Ich glaube, der Zickzack-Kurs ist genau das, was wir brauchen wahrscheinlich hier. Das heißt, wenn ich Zickzack weitermache, dann müsste ich ja das hier nehmen. Und dann das hier. Hatten wir die Stellung vorhin auch? Ich weiß es nicht. Ja, schon. Okay. Wie gesagt, Zickzack-Kurs weiter. Ich glaube, das ist nicht das Rätselslösung. Zickzack. Dann gehen wir Zickzack wieder unten entlang. Ja, und immer weiter, ne? Noch einmal. Dann noch einmal. Und dann haben wir, glaube ich, die böse Ecke. Genau. Hatte ich die letztens auch? Ich weiß es. So, Zickzack, theoretisch müssten wir dann nach rechts weiter, ne? Oder? Ja. Ja, theoretisch, ja. Praktisch weiß ich halt nicht, ob das... Ja, praktisch. Und dann müsste man theoretisch runter, ne? Für den Zickzack-Kurs, ne? Wie gesagt, ja. wenn man diesen Zickzack wirklich weitermacht, dann müsste ich jetzt wieder das untere nehmen, theoretisch, ne? Damit wir den Zickzack auskosten können, ne? Dann wahrscheinlich das obere nehme ich an, für den Zickzack die Fortführung. Dann haben wir sowieso nur eins und wieder eins, ne? Passt. Und dann haben wir ja auch wieder nur eins. So, und wenn ich jetzt das Retour gehe... Warte mal kurz. Notizen. Ja. Nein. Doch, wenn du jetzt erstmal mit dem Pferd, jetzt wo du jetzt hingehst, nach ganz links gehst. Also hierher als erster. Oder und hier. Dann, ah, ja, oh ja, stimmt. Nein, stimmt. Dann passt es nämlich. Dann passt, genau. Hierher, rauf,
Das. Ja. Also als erster nach links, genau. Ja, nein. Also noch einmal. Das hier. Das. Dann hätten wir es, oder? Ja, es müsste sein. Bist du deppert, Alter? Nur keinen Fehler machen, Choco. Nur keinen Fehler jetzt machen, komm. Da beiß ich meinen Hintern dann. Gottes Willen. Das war geil. Mhm. Ich krieg das Kotzen gerade irgendwie. Eine Weltmeisterleistung, wow. Oh, Achievement freigeschaltet. Das haben wir uns verdient, aber jetzt. Das haben wir sich verdient. Latens Aufgang des Hauses Rätselmeisters ist nur einmal. Okay, die letzten drei Rätsel haben wir. Bist du des Wahnsinns? Okay, Leute, die drei Rätsel machen wir noch. Die probieren wir. Dann haben wir es fertig. Okay, ich geh haben. Es hat sich erledigt. Vier Freunde legen dieselbe Prüfung. Jede der 10 Fragen hat 2 mögliche Antworten, A oder B. Jede richtige Antwort ist 10 Punkte wert, also liegt die volle Punktzahl bei 100 Punkten. Ist klar. Unten siehst du die Antworten der Schüler. Leider hat der Lehrer vergessen, Gerds Punktzahl zu schreiben. Gerd will gerade zum Büro des Lehrers, als wäre in Anhalt und sagt, sie könne Gerds Punkte anhand der anderen Ergebnisse herausfinden. Kannst du Gerds Punktzahl ausrechnen? Okay, eins ist einmal richtig. Ich gehe davon aus, dass... Wenn man davon ausgeht, dass A, also 17 und 50, ja nur einen Unterschied hat, ne? Also Blödsinn, der hat ja andere Antworten. Und andere richtig als falsch. Alter, bist du Mathe-Genie? Machst du das bitte? Nein, toll. Ich weiß aber, also dass B schon mal stimmt. Also 10 Punkte... Die erste Aufgabe haben alle richtig, die erste Aufgabe. Das kann man schon mal sagen. Genau, ja. Aber wenn wir von dem 70er ausgehen, könnte man ja die Antworten ja vergleichen vom 70er, oder? Theoretisch, warte mal kurz. Weil sie hat ja 3 falsche dabei, ne? Man weiß halt nur nicht welche, aber ist egal. Theoretisch, alle, die sie hat, wären halt jetzt einmal richtig, sagen wir es einmal so, okay? Das heißt, also 10 Punkte. 20, 30, 40, 50, 60, 70. 3 Antworten weichen ab, auch bei ihr. Theoretisch könnte er ja auch 70 Punkte haben. Theoretisch. Ja. Theoretisch. Aber dadurch, dass die drei ja falsch sind, weil er hat ja, man weiß ja, ihre drei sind ja falsch, ne? Dann könnte er sogar 100 Punkte haben, wenn es genau die drei sind. Und das Problem ist aber jetzt, wenn es andere drei sind, ja, dann müsste man jetzt eben Stefan und Julia zur Rate ziehen. Ja, und dann müsste man gucken, ob die mit den 70 irgendwie zusammenpassen dann unten. So, was haben wir hier? Was haben wir bei Stefan? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aber kann man ja da gleich rausfinden. Wenn man sich mal zusammenspinnt, dass Gerd alles richtig hat, dann kann man das mit den anderen vergleichen, dann kann man gucken, ob das letztendlich so rauskommt, dass die ihre Punktzahl haben. Wenn die Übereinstimmungen. Aber es wird nicht stimmen. Dann komme ich nicht auf die 30. Weil dann hätte Julia weitaus mehr. Okay, warte. Ja. Wir nehmen eine Hinweismünze. Als erstes solltest du versuchen, die richtige Antwort auf jede der 10 Fragen herauszufinden. Dazu fertigst du am besten eine Tabelle an. Oh Gott.
Vera, die vier Punktzahlen sind wichtig. Vera lag immer richtig, als solltest du ihre Antwort als Basis nehmen. Das haben wir eh, genau. So, theoretisch B ist auf alle Fälle richtig. Ne? Gerd hat einmal 10 Punkte. Ne? Ja. Das haben alle richtig. Theoretisch könnte B auch richtig sein, weil die zwei könnten es falsch haben. Auf alle Fälle, warte mal. B ist richtig. A haben auch alle richtig. Und da haben auch alle richtig. Okay. Okay, das sind einmal... Ah ja, warte. Dann sehe ich aber anhand von Julia... Kann auch sein, dass die alle falsch sind. Die haben ja in der Bahnverhandlung, das... Kann auch sein, dass alle dann falsch sind. Dass die Antworten von allen falsch beantwortet wurden. Nein, theoretisch, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Antworten bei Julia auch richtig sind, darf sie eigentlich keine richtige Antwort mehr haben. Das sehe ich dann hier. Sie hat hier was anderes als wie heißt die nochmal? Entschuldige, als Vera. Ich habe den Namen nicht mehr lesen können. Also das heißt, das wäre falsch. Das passt. Hier wäre es auch falsch. Passt. Hier wäre es falsch, aber da hätte sie auch den Fehler theoretisch, die Vera. Hier wäre es bei beiden dasselbe Fehler. Hier ebenfalls. Aber hier geht schon wieder nicht auf. Okay. Wir brauchen einen zweiten Hinweis, glaube ich. Dir wird partout nicht klar, welches nun die richtigen Antworten sein müssen und der Versuch ist zuerst einmal mit gesundem Menschenverstand. Wenn alle vier Schüler auf eine Frage dieselbe Antwort geantwortet, dann könnte das doch mit einer Wahrscheinlichkeit die korrekte Antwort sein. Ja, das haben wir auch schon. Gut. 3. Du hast sicher bemerkt, dass alle vier sich bei vier Antworten einig waren. Lisa hat aber nur 30 Punkte, also muss eine dieser vier Antworten falsch sein. Dann wären also noch 3 davon richtig. Genau, das haben wir ja eigentlich hier. Das heißt, welche, warte, die haben alle jetzt, also Notiz. Die haben alle jetzt. Die haben alle jetzt. Na, oh shit, die haben jetzt nicht alle, sorry. Die haben alle und die haben alle. Also 1, 3, 7, 8 und eine davon muss aber falsch sein. Die alle falsch haben. Das heißt, Gerd hat auch nicht 100 Punkte. Das ist einmal klar. Theoretisch hat er momentan 90. Also 90 hat er mindestens. Also maximal, entschuldige. Jetzt vergleichen wir mal mit Stefan und Vera und Gerd. Das heißt, 1. Warte mal. 1, da ist ein Unterschied, da ist was Gleiches, ja. Da ist was anderes, da ist was anderes, da mal was Gleiches. 3, 4. Sind nur 4 richtige, das heißt, Stefan hat eines richtig, was die anderen zwei nicht richtig haben. Das heißt, Gerd hat maximal 80 Punkte. Und wenn man jetzt das mit Gerd vergleicht noch. B, 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 A, da ist ein Fehler. Ich zähle einmal nur die Fehler auf. Letzten beiden. Nein, er hat 60, weil von die drei Antworten hat er sie auch noch eins falsch. Ja? Weil vorher hatten wir eben mit den 50 ja schon. Das heißt, sie muss eine von diesen Antworten haben dann beide falsch. Beziehungsweise Gerd hat eine. Also ich hätte 60 gesagt. Ich hätte 60 gesagt. Wie gesagt, ausschließen kann ich 90, 80. 80 hat er maximal, höher nicht. Und 70 aufgrund dessen, dass Stefan, er hatte eine, was Vera und Gerd falsch hatte, deswegen 70. Und Gerd hat eine noch falsch, was Vera richtig hatte. Ja, ich nehme mal 60, keine Ahnung.
Ich probier's einmal. Auch geiler Nuller. Geiler Sechser. Cooler Nuller. Okay. Jetzt bin ich dran. Was? Das stimmt sogar? Das stimmt sogar? Okay, jetzt will ich aber die Aufklärung. Volle Punktzahl für dich hier. Der gute Gerd hat nicht nur 60. Auf Grundlage der drei Ergebnisse lassen sich vier verschiedene Lösungsschlüssel finden, aber nach jedem dafür. Gut, das erklärt mir das auch nicht wirklich gerade. Gut, danke. Wiederschauen. Wahrscheinlich weiß das Spiel selber nicht. Eckstein, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Gut, Eckstein muss weg. Ein Kartenspielverein veranstaltet ein Turnier, in dem jeder Spieler einmal gegen jeden anderen antritt. Nach einigen Partien muss Herr Eckstein leider frühzeitig gehen. Insgesamt werden in dem Turnier 59 Partien gespielt. Wie viele Partien spielte Herr Eckstein, bevor er sich aufmachte? Es handelt sich um ein Kartenspiel für zwei und niemand tritt mehr als einmal gegen denselben Gegner an. Außer Herrn Eckstein verlässt niemand das Turnier frühzeitig. Okay. Ist das was für dich jetzt eher? Nein. Wow. Ich habe gedacht, du bist ein Mathe-Genie. Nein, ich bin kein Mathe-Genie. Ich habe Mathe gerne gemacht damals, aber es heißt nicht, dass ich da ganz gut drin bin. Ich konnte es recht gut in der Schule, aber heutzutage hat das nicht allzu viel mit Mathematik zu tun. Ist eine Matheaufgabe, ja, aber bin auch nicht mehr so gut drin. Kartenspielverein, die jeder Spieler einmal gegen jeden antritt. Nach einigen Partien muss Eckstein leider früher. Insgesamt werden in den Turnieren 59 Partien gespielt. Oh ja, davor, da, Hinweis. Stelle eine provisorische Gleichung auf, welche die Anzahl der Teilnehmer und gespielten Partien als Variablen hält. Damit hast du eine solide Grundlage. Okay, das interessiert mich herzlichst wenig. Um die Gleichung für die Anzahl der gespielten Partien zu erhalten, musst du die Anzahl der Teilnehmer mit der Anzahl der Teilnehmer minus 1 multiplizieren. Dann das Ergebnis durch 2 teilen. Was? Anzahl der gespielten Partien, also 59. Oh. Bei 3 Leuten werden 3 Partien gespielt worden, bei 4 Leuten 6 Partien. Du kannst daraus schließen, dass man mindestens 60 Partien gespielt hätte, wenn niemand aus dem Turnier ausgeschieden wäre. Okay, gibt's vielleicht noch einen geilen Hinweis? 12 Spieler nehmen an dem Turnier teil. Nun überlege dir die Sache. Okay. Na, 12 ist... Ja? Das ist meine... Ich muss ja mit anderen Hinweisen kombinieren. Ja. Weil die 12 ist mal, glaube ich, ein guter Hinweis. Also 12 Spieler nehmen an der Turnier teil. Und jeder spielt gegen jeden. Wie viele Partien hat man dann? Hat man dann 6 Partien oder was? Nein, mehr eigentlich, ne? Ja, jetzt gegen jeden. Also spielt einer immer gegen 11 Leute. Genau, so in etwa. Ich habe keine Ahnung. Natalie, hilf. Give me some advice, please. Das ist mir zu hoch. Also. 11 mal 11 bin 121. Wer hat das HTL-Studium abgeschlossen oder so in der Art, ne? Bachelor? Bin ich Bachelor jetzt? Nein. Also 59 Partien. Ja. Eine gute Frage, okay. Wenn man diese 59 als Grundlage nimmt. Na, wie komme ich auf die 59? Warte, was stand das Ding als Hinweis?
Und die gleiche und der Muster der Anzahl der Teilnehmer. Hammer. 12. Mit der Anzahl der Teilnehmer minus 1, also 11. Multiplizieren. Rechnest du mal 12 mal 11? 12 mal 11 ist 144 minus 12 ist 132. Okay. Ich vertraue deinen Rechenkünsten jetzt nicht, ehrlich gesagt. So. Kannst du vertrauen? Nein. So, Teilnehmer haben wir 12, ne? So, 12. Mit der Anzahl der Teilnehmer minus 1, also mal 11. 132, ne? Wie ich sagte, ja. Und das Ergebnis durch 2 dividieren. Das heißt, wir haben 66. Das heißt, theoretisch, wenn wir jetzt die 66 minus die 59 nehmen, ne? Haben wir 7. No. Das wäre das Einzige, was mir einfallen würde mit einer großen und einer kleinen Zahl. Und was mache ich dann mit der 7? Minus. Warte, das ist eine Gleichung. Für die gleiche Anzahl der gespielten Partien zur. Die Anzahl der gespielten Partien. Das heißt 7 Partien. Ah, warte. Seit 52 dann. Was ist 52? Was? Also wenn man die 7 abzieht von den 59. Nein. Es geht um die Gleichung der Anzahl der gespielten Partien zu erhalten. Musst du die Anzahl. Warte, was war Hinweis 1 nochmal? Wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Welche Anzahl der Teilnehmer und gespielten Partien? Um die Gleichung für die Anzahl der gespielten Partien musst du die Anzahl der Teilnehmer. Okay, da hätten wir ja diese 66, ne? Ja, und diese 7, die du sagtest, dann 7. Die 59, ne? Ja. Bei 3 Leuten werden 3 Partien gespielt worden. Mhm. 60 Partien gespielt haben muss, genau, 60, das sind ja die 66. Und was ist, wenn ich theoretisch die 7 Durchschnitt nehme? Aber, warte, Alter, das ist so ein Horror, so ein Horror. Die Anzahl der Teilnehmer mit der Anzahl, genau, es war ja minus 1. Das heißt, ich müsste eigentlich die 11 noch minus die 7 nehmen, weil es wieder bis zum Ende fertig gespielt. Wenn es stimmt. Da wären dann bei 4. Das heißt, ist der Typ bei 4 Partien dann weggegangen, oder was? Die Partien, warte, natürlich schreibt was, die 11 Partien minus die 7 kommt man dann nicht auf die Partien. Erst, warum, wenn ich das gerade erkläre, erklärt sie das auch demnächst im Chat. Das gibt's doch nicht, oder? Hm. Ist das jetzt schon Hexerei oder was weiß ich? Kannst du meine Gedanken lesen? Das einzig Logische, was ich noch machen würde, es ergibt für mich irgendwie trotzdem keinen Sinn, aber ja, es wird schon stimmen wahrscheinlich. Ja, danke. Ja, ich stehe hinter dir und sauge die Gedanken aus. Also ich muss dir sagen, ich habe mich in den letzten 5 Sekunden gerade dreimal umgedreht, aber ich sehe dich nicht. Also Eckstein spielte 4 Partien. Zunächst musste rausfinden, wie oft er gespielt worden wäre, wenn niemand ausgeschieden wäre. Die Rechnung oben ist dafür gerechnet. Bei 11 Spielen etwa wären 55 Partien gewesen, bei 12 Spielen 66. Genau. Es wurden 59 gespielt, also müssen 12 Spiele teilgenommen haben. Wenn wir 59 sind, ergeben es 7 Partien, für Herrn Eckstein keine Zeit mehr hatte, ja. Sind wir jetzt schon fertig? Nein, verflixte Schieben! Zum Abschluss noch? Ja! Ich ahne, was kommt. Nein. Er freut sich nicht wirklich. Nee. Ich geb's zu, ganz ehrlich, ich hol mir gleich die Lösung. Das ist mir zu bescheuert.
Das schaut jetzt mal diese Knuppelding da, das ist das Einzige, was ich jetzt machen könnte, theoretisch. Also ich schieb das oben, das da her, das ein bisschen rüber, das da her und dann hänge ich schon. Grüß Gott, Madame. Das könnte man so reinschieben. Warte, das können wir runter. Okay, ich krieg die Kugel mal ein Stückchen raus. Immerhin, ne? Aber das war's schon. Freizeit, liebe Leidln. Das ist eine schöne Partie hier. Ja, das geht doch nicht. Na, irgendwie muss der Schatz ja doch gehen. Aber irgendwie ja nicht. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Gut, jetzt habe ich das Teil da unten. Schau, jetzt rede ich sogar in Dialekt schon. Okay. Jetzt habe ich das Teil da unten. Was ist, wenn ich das da reinschiebe und das umschiebe und das aufschiebe und das mal aufs Kreuz pick? Na. Das schieben wir mal so um. Das kommt daher. Runter mit dir. Du daher. Aber damit ich das weiterschiebe. Warte, nein. Kugel hierher. Dann kann ich das noch so schieben. Dann kann ich das wieder ein Stückchen rüber. Das gehen wir da her. Das bringt auch Nüsse. Und wir schieben das wieder auf, weil wir so viel Spaß haben miteinander. Dann gehen wir das da um. Wir könnten das jetzt noch eins runterschieben. Und sogar eins rüber. Was auch nicht viel bringt. Deswegen werden wir das einmal noch weiter umschieben. Und das biegt immer noch da drin. Machen wir das so. Und der Joko hat die Lust verloren, irgendwie, ne? So. Das verstehe ich auch hundertprozentig. Warte, dann können wir das raufschieben. Warte. Okay, warte, ich gebe das noch einmal runter. Puh, dieses Teil hier stört. Okay, was ist, wenn wir das so machen? Okay, jetzt habe ich das einmal so, aber das wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Jetzt stört die Kugel nämlich. Dass ich das da irgendwie schieben könnte. Das, und ich krieg die Kugel auch nicht raus. Warte mal kurz. Bis der da brauche ich sicher meine 400 Züge. Wenn nicht noch mehr. So, können wir das jetzt... Ich will da irgendwas reinschieben, Dom, aber ich krieg das irgendwie auch nicht da rein. Das gäbe hierher, das hierher. Und die Kugel ist zu fett, um da... Ja, wenn das jetzt nicht wäre, könnte ich das noch eins hinunterschieben und die Kugel könnte ich nach links schieben. Gut, Leute. Das hole ich mir jetzt. Du könntest doch jetzt einfach... Was? Nee, das geht nicht. Was denn? Ich habe gedacht, du könntest doch jetzt eben nicht. Im Winkel nach unten schieben, aber ich hätte nichts gebracht. Eben nicht. So, das könnte noch ein bisschen schieben. Bringt mir nichts, ich komme nicht rüber. Okay. Was ist, wenn wir das so machen? So hatte ich es noch nicht, oder? Nein. Ja, das ist schon gesperrt. Gehen wir das einmal so rüber. Warte mal kurz. Das könnte man wieder ein bisschen rüberschieben. Dann gehen wir das mal rauf. Dann schieben wir das einmal rüber. Und jetzt küssen sich die zwei. Ha, ach Schatz, du bist so toll. Mua. Okay. Sieht aus wie zwei Handpuppen, die sich küssen. Ah, warte. Jetzt kann ich das ein bisschen rauf vielleicht. Gehen wir das einmal runter. Hallo, so runter. So, so wieder rüber. Das wieder rauf. Dann kann ich das... Ja, aber dann habe ich selbes Szenario wieder, ne? So,
Da habe ich den falschen Stein jetzt liegen, leider Gottes. Nee. Nee, nie im Leben. Nie im Leben schaffe ich das. Guck dir diese Lösung an. Ja, ja. So Leute, ich hoffe, ihr verzeiht, dass ich auch hier eine Lösung nehmen werde, weil ich möchte wegen dem einem Rätsel jetzt nicht. Da würde ich auch sehr lange dran sitzen an diesem Rätsel ohne Lösung. Das ist schlimmer als das in na, Lufia. Ja, das war Lufia. Das hatten wir, das Rätsel hatten wir ja mal im ersten Teil, das Lufia-Rätsel. Ich weiß. So, jetzt schau ich, wie gesagt, die Lösung schau ich mal an. Sorry, Leute. Das heißt, warte, das kommt einmal da runter. Das kommt daher. Bianca ist zurück. Hallo, Bibi. Das heißt, das gehen wir hierher. Das gehen wir hierher. Aha. Das gehen wir daher, das gehen wir daher und das gelbe gehen wir darauf. Ah, okay, das grüne kann man jetzt dementsprechend dann austauschen. So, dann gehen wir das da runter. Das da rein. So, jetzt haben wir das einmal so. So. Jetzt können wir das auch hier weiter fortführen. Hier. Hier. Dann können wir das wieder runter. Dann gehen wir das daher. Das daher. Das daher. Das daher. Das Kreuz guckt nach rechts nach mit Bianca. Ja. Wie gesagt, ich schaue eh schon nach einer Lösung, weil das ist mir zu blöd, ehrlich gesagt. Das daher, das daher. Ich bin schon bei dem Lufia-Rätsel verzweifelt, dann ist das erst recht nicht für mich. So, jetzt kann man den gelben nämlich nach links schieben, ne? Ja. Genau, jetzt ist der mal da. Was bringt dir das? So her. Dann kann ich das ja alles nachschieben. Dass eben der dann reinpasst. Und so passt auch das dann her und die Kugel weiter runter, ne? Dann ja. Kriege ich das rein und die Kugel hierher. Das Gelbe, das Kreuz. Dann kann ich das hierher, das hierher und das hierher. Das Kreuz wird dann im Uhrzeigersinn nachgeschoben, quasi, ne? Aber davon muss halt oben frei sein. Du musst den blauen Stängel davor rausbekommen, bevor das Kreuz so bekommt. So machen wir das? Nein. So machen wir das. Wie gesagt, ich gehe nur nach der Lösung hier nach. Weil ich selber keinen Plan habe. Ah, okay. Du gehst schon gerade los und du machst schon gerade nicht mehr frei. Habe ich ja gesagt? So hörst du mir zu. Du bist halt wirklich verpennt. Ich hab jetzt sogar, nee, ich hab nur. Hm.
Also die Züge sind schon legendär, oder? Oder? Ja. Gut, die Kugel kommt immer näher, ne? Aber trotzdem. Das war's. Na, hätte ich nie geschafft alleine. Hätte ich nie geschafft alleine. Heftig. Ja, das war sehr heftig. Ein paar. Oh, 78 Züge für Schieberätsel. Haha. Naja, ob ich das noch schaffe. Keine Ahnung. So, wir haben alle 153 Rätsel in dem Spiel. Herzlichen Glückwunsch, du hast jedes einzelne Rätsel in Professor Layton und die Chateau der Patron gelöst. Beide Rätsel gibt es über die Nintendo VFC. Lass sie dir nicht entgehen. Und damit sieht es wohl so aus, als hättest du alle Rätsel des Spiels gelöst. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das war schwer, also ohne Lösung. Du bist mir in Sachen Leidenschaft und Rätselfertigkeit ganz und gar ebenbürtig. Bis auf die zwei Rätsel. Hm. Sehen Sie mal, Professor. Eine neue Seite mit Charakteren wurde im Profilbereich freigeschaltet. In der Tat, das ist ein kleines Geschenk von uns zum Dank für das fleißige Rätsellösen. Sehr schön gesagt, Professor. Viel Spaß beim Anschauen. In der Galerie? Oder was? Nein. Und da unter geheime Tür. Wo war denn das drinnen? Weiß man das? Ja, wahrscheinlich muss ich wieder den Code eingeben bei der geheimen Tür, ne? Ja gut, dann müsste jetzt wieder Spiel wechseln, ne? Da habe ich jetzt auch keinen Bock. Ehrlich gesagt. Also ja, puh, das war jetzt Hammer. So, ich schaue gerade noch nach. Ich probiere jetzt das eine Achievement noch, was letztens nicht funktioniert hat. Na, vielleicht habt ihr diesmal. Die anderen Achievement hast du auch hinbekommen. Jetzt. Eben, deswegen. Schaue ich gerade nach, was das war. Puzzle 26 in 13 Zügen. Zügen war das, ne? Was mit den Zügen war das? Ja. Ne? So, schauen wir es uns nochmal an. Wenn nicht, reicht's. Ja, was brauche ich? Eins. Eins brauche ich unten. Das heißt, ich bräuchte. Wie habe ich denn das damals gemacht? Den Einser brauche ich hier, ne? Oder? Hm. Zwei. Ich glaube, ich müsste das so. Aha, warte. Das war jetzt Zugverschwendung, aber egal. Wie geht denn das jetzt wieder? Hast du eine Ahnung? Gerade nicht. Ich hab nicht mehr. Warte mal. Na, Blödsinn. Eins, zwei. Dann machen wir das so. Drei hierher, zwei daher. Genau. Da kann ich schon das reinschieben. Genau. Einser daher. Genau, 10, 11, 12, 13. 13 Züge sind das. Nun die Probe aufs Exempel. Ein Gentleman löst das Rätsel. Warum kriege ich mein Achievement nicht? Willst du mich verarschen? Okay.
Ja, also scheinbar. Ja, also das Spiel war am Ende ziemlich gegen uns. Das war hammerhart. Also das ist der Zusatzteil. Ein paar Rätsel, da haben wir wirklich getrumpft. Also wirklich, da haben wir aufgetrumpft. Aber wirklich bei dem, selbst bei dem Springer, ja, hätte ich mal nicht gedacht, dass wir das schaffen. Muss ich ehrlich sagen. No. Also der Zickzackkurs hat sich bewahrheitet. Merkt euch das, Zickzackkurs beim Schachbrett. Und ja. Ja, aber jetzt das Schieberätsel und das letzte, was wir da hatten, da musste ich nachschauen. Das ist. Ich könnte gern den Streaming-Part 4-5 Stunden laufen lassen, aber das will ich auch nicht. Ne? Also. Ja, also. Das wäre ein wenig langweilig für die Zuschauer. Ja, war eh schon am Anfang so, wie man ein bisschen, wie ich das Achievement probiert habe, aber ja. Gut, ja, damit würde ich sagen, ist Professor Layton und die Schatulle der Pandora mit dem Streaming, ja, ich sage mal, beendet, eventuell, ja, wenn wir dann Zusatzpart machen oder irgendwas, wenn ich das Geplante noch mache, schauen wir mal, aber offiziell ist es einmal beendet, ja. Jetzt folgt nicht gleich, ich kann es gleich sagen, jetzt folgt nicht gleich der dritte Layton-Teil, jetzt brauche ich eine geistige Pause von Layton, eindeutig. Aber wir, ja, haben in Layton, ja, wir haben in Layton 2 aber was kennengelernt. Eine Art Rätsel, die es in Teil 1 nicht gab. Und zwar die Fehlersuche aufgrund dieser Kamerabilder, was wir in der Hauptstory gemacht haben. Und da kenne ich ein schönes Nintendo-Spielchen, Nintendo DS-Gamechen. Das werden sogar wir beide, wir haben es offscreen schon getestet, ja. Auch der gute Suikoden-Fan wird hier beweisen, dass er was kann. Und wir werden dann abwechselnd eben, oder er probiert's und ich werde es dann korrigieren, weil ich glaube auch aufgrund der Fernsteuerung vom PC, dass er vielleicht aufgrund dessen ein bisschen langsamer ist und da kommt es auch halt auf Schnelligkeit an. Aber es soll ja Spaß machen in erster Linie, ja? No. Also was ist da, um welches Spiel sich da genau handelt, seht ihr dann im nächsten Streaming-Part, wahrscheinlich eher am Freitag wieder. Und ja, seid gespannt. Hat mit Federsuchen zu tun, ja. Das Spiel kennen nicht viele, ist glaube ich nur direkt aus Amerika. Hatte ich zufällig in einem Game-Shop einmal gefunden, die Cartridge, weil es ist ja eben auf Englisch das Spiel. Also ich glaube nicht, dass das in Europa, zumindest in Österreich, Deutschland erschienen ist. Weil die Cartridge hat auch einen schwarzen Rand, was ungewöhnlich ist, ja. Normalerweise. Also sie sah auch schon anders und schmäler aus als die PAL-Versionen, ja. Normalerweise das Ding. Die dicken Cartridges da, ne? Wo dann das DS-Spiel drinnen ist. Aber die ist um die Hälfte dünner. Ja, also das ist schon mal das Verdächtige. Habe ich mal angeschaut, habe ich mir gedacht, Fehlersuchen, ja. Macht Spaß und ich habe das damals gesuchtet, ja. Und es hört sich vielleicht langweilig an, aber es sind viele abwechslungsreiche Bilder dabei und auch viele verschiedene Modis, die man freischalten kann. Aber wie gesagt, genaueres seht ihr dann im nächsten Part. Freut euch drauf und ja, wir werden dann beide uns das Bestes geben, hätte ich mal gesagt, ja? Ja. Ich bedanke. Wird schon werden. Auch bei Layton haben wir ja alles bewiesen, ne? Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen und Mitraten und Mitmachen. Auch besonders an Natalie, auch an Suikoden-Fan. Einen besonderen Dank fürs Mitmachen auch wieder. Und ja, sehen uns im nächsten kleinen Projektchen wieder. Wenn es heißt Quickspot. Ja, so heißt es. Also, ciao, ciao, Leute. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Schönen Abend noch übrigens. Danke.